Also natürlich zunächst einmal das Arbeiten von Kindern oder die Ausbeutung von Kindern in anderen Ländern ist ein sehr wichtiger kinderrechtlicher Aspekt, dass Kinder geschützt werden müssen vor ausbeuterischer Kinderarbeit. Aber tatsächlich sind wir da in Deutschland relativ gut dran, dass Kinder üblicherweise zur Schule gehen oder in die Kita und dann zur Schule gehen und nicht ausbeuterische Kinderarbeit machen müssen. Aber das heißt nicht, dass hier alles gut ist in Deutschland. Wir haben auch, wie alle Länder auf dieser Welt, auch kinderrechtlichen Nachholbedarf. Und das betrifft sowohl Schutzrechte als auch Förderrechte als auch Beteiligungsrechte. Tatsächlich ist das Glas so halb leer und halb voll, je nachdem, von welcher Seite man schaut. Also Deutschland hat einiges erreicht, was Kinderrechte betrifft. Besonders wichtig ist mir das Recht auf gewaltfreie Erziehung, was jedes Kind jetzt seit dem Jahre 2000, also seit 19 Jahren hat. Und sehr wichtig ist mir auch, dass nicht nur körperliche Bestrafungen, also Schläge verboten sind, sondern auch seelische Verletzungen, was ja sehr verbreitet ist, dass Kinder beschämt, niedergebrüllt, ignoriert, instrumentalisiert, erpresst werden, auch übrigens in Familien, dann kommst du ins Heim. Oder solche Dinge sind ja für Kinder oft sogar besonders schlimm, weil es nachhaltig wirkt. Und das ist positiv, dass wir das erreicht haben. Auch tatsächlich einige Formen von Gewalt zurückgegangen sind. Die körperliche ist deutlich zurück. Es ist nicht überall Verschlechterung. Aber seelische Gewalt, auch Mobbing unter Kindern, da würde ich sagen, können wir keine Entwarnung geben. Auch sexueller Missbrauch ist weiterhin ein großes Problem. Aber es gibt andere Fortschritte auch, beispielsweise, dass Kinder jetzt seit gerade mal rechnen, ungefähr 20 Jahren das Recht haben, wenn ihre Eltern sich getrennt haben, dass sie Kontakt zu beiden Elternteilen haben. Auch das war nicht immer so. Das ist das Halbvolle. Es gibt einiges, könnte noch jetzt mehr Einzelpunkte nennen, aber es gibt auch noch viel Handlungsbedarf. Dazu aus meiner Sicht am wichtigsten, dass wir Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz haben, also in unserer Verfassung, und deshalb auch die Kinderrechtskonvention noch nicht höchstes Recht in Deutschland ist, sondern unterhalb des Grundgesetzes angesiedelt ist. Das heißt, wenn es Konflikte zwischen dem Grundgesetz und der Kinderrechtskonvention gibt, dann ist das Grundgesetz höherrangig. Das Grundgesetz ist ein wunderbares, ein wichtiges Gesetz, ist auch prima, was da formuliert ist, aber eine Verfassung, wo die Kinder nicht vorkommen, der fehlt etwas. Das heißt, es braucht, so meine ich, auf die Kinder bezogene Grundrechte. Da besonders wichtig der sogenannte Kindeswohlvorrang. Das heißt, immer dann, wenn es um ein Kind geht, Entscheidungen getroffen werden müssen, dass dann sein Wohl, seine Interessen ein vorrangiger Gesichtspunkt sind. Sehr wichtig. Und das haben wir in einigen gesetzlichen Bereichen, zum Beispiel im Familienrecht oder im auch Kinder- und Jugendhilferecht, aber eben noch nicht übergreifend, zum Beispiel nicht im Ausländerrecht, nicht im Asylrecht, nicht im Verwaltungsrecht, wenn es um Stadtplanung zum Beispiel geht. Auch da sind ja Kinderinteressen wichtig. Nicht immer am allerwichtigsten. Es gibt auch ältere Menschen, deren Belange sehr wichtig sein können. Aber die Kinder dürfen nicht hinten runterfallen. Ihre Interessen müssen wenigstens in die Abwägung einbezogen werden. Das meint Kindeswohlvorrang. Und aus meiner Sicht auch besonders wichtig, Beteiligungsrechte von Kindern, dass sie überhaupt gehört werden bei Entscheidungen, zum Beispiel auch bei familiengerichtlichen Entscheidungen, heute noch nicht immer der Fall, dass ein 8- oder 9-jähriges Kind auch wirklich vom Gericht angehört wird. Denn Kinder haben Wichtiges zu sagen. Also ich fange mal bei den Erwachsenen an, weil wir haben die Verantwortung für die Verwirklichung der Kinderrechte. Das können wir nicht den Kindern aufladen. Und bei den Erwachsenen würde ich mir wünschen, dass sie überhaupt die Kinderrechte kennen. Ich finde, das ist ein Muss für jede Lehrerin, für jeden Lehrer, übrigens auch für das Wirtschaftspersonal in einer Schule, für die Hausmeisterei. Kinderrechte sollten bekannt sein. Das ist keineswegs der Fall. Wir hatten auf dieser Tagung eine Statistik, da kannten mal gerade 10-15% der Lehrkräfte etwas genauer die Kinder, sie hatten schon mal was von gehört, aber wirklich im Einzelnen einigermaßen gut drauf zu haben, das war keineswegs durchgängig der Fall. Das heißt, es ist eine Ausbildungsfrage, das ist ein Punkt, eine Bildungsfrage auch für die Erwachsenen. Das ist der erste Aspekt, aber natürlich dann die Verwirklichung der Kinderrechte im Alltag.
Das ist aus meiner Sicht eigentlich sogar der wichtigste Bereich. Die Schulkultur muss kinderrechtsorientiert sein. Das heißt, der Unterricht, das in den Pausen miteinander umgehen, muss an den Rechten der Kinder sich orientieren. Dadurch lernen übrigens auch Kinder Respekt vor andere. Das vergisst man oft, weil ein Kind lernt ja auch, dass andere Kinder Rechte haben. Und das Zusammensein in der Schule, die Schulkultur ist, glaube ich, der wichtigste Bereich, wo Kinderrechte verwirklicht werden müssen. Es gibt zwei andere Bereiche, die natürlich auch von Bedeutung sind, nämlich, dass sie etwas über Kinderrechte erfahren. Also ich meine jetzt die Kinder, die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, dass es in den Curricula Eingang findet, Menschenrechtsbildung, Kinderrechtsbildung, sogar nach der Kinderrechtskonvention eins der wichtigsten Bildungsziele, dass die Achtung vor den Rechten anderer Menschen, vor den Menschenrechten, eines der wichtigsten Bildungsziele ist, übrigens auch andere wie Achtung vor der natürlichen Umwelt, Persönlichkeitsbildung, auch das geistige Lernen, aber zum Beispiel auch die Entwicklung der körperlichen Fähigkeiten. Sport ist so wichtig auch für Kinder, dass das, also die curricularen Aspekte kinderrechtsorientiert gestaltet sind. Eine dritte Ebene, also Schulkultur war die erste, Unterrichtsinhalte die zweite und die dritte Ebene, die Schulordnung, die Schulgesetze, sollten auch die Kinderrechte im Titel eigentlich ja sogar als oberste Richtschnur, weil Schule ist für die Kinder, für die Schülerinnen und Schüler da und deren Rechte müssen natürlich im Mittelpunkt stehen, auch was die rechtlichen Fragen angeht.